Hallo, hier ist der Kinocast und mein Name ist Negan. Und ich hoffe, dass euch der Kinocast gefällt. Ansonsten hört euch diesen Scheiß gar nicht erst an. Der Kinocast. Ich hoffe, ihr hört euch den Scheiß trotzdem an. Hier ist der Kinocast und mit mir im Studio die Kate. Hallo Kate. Hallo. Chris ist auch mal da, seit längerer Zeit mal wieder. Hallo Chris. Moin. Und meine Wenigkeit, der Erik, hallo. Auf geht's, würde ich sagen. Wir haben einen Sneakfilm für euch, dann so noch ein paar coole Sachen geguckt, eine neue Serie geguckt, die ziemlichen Bass verursacht hat im Netz. Und ja, mal gucken, was uns noch so einfällt. Das coole Intro, was ihr gehört habt von Negan, stammt vom Martin von dem Kino in Halle. Der ist nämlich gerade auf der Comic-Con in Berlin und hat uns das einfach mal dort aufgenommen und zukommen lassen. Das fand ich super. Mal sehen, vielleicht kommt da noch mehr. Mal gucken. Danke. Danke. Ja, vielen Dank auch. Und in der Sneak Preview lief letzte Woche der Film Darkland. Und den hat sich nur einer von uns gegeben, den Film. Alle anderen hatten irgendwie was anderes zu tun vor, keine Ahnung. Alle hatten keinen Bock, sag's doch einfach. Nee, Bock nicht. Aber so, Alter, da war Elternabend. Ich war krank. Die Lehrer, die legen das auf den Montag, stell dir das vor, diese Lehrer. So was soll's geben, ja. Du hast den aber gesehen, Chris, Darkland. Kannst du was drüber erzählen? Nee, ich hab geschlafen während des... Nein. Was? nein, es war dunkel. Es war dunkel. Ja, es war dunkel, ich war müde, es war dunkel und so entstand Gute Nacht. In dem Fall nicht Gute Nacht-Geschichte zu Darkland ist relativ kurz erzählt. Und zwar, wir lernen einen erfolgreichen Chirurgen kennen, den Said, gespielt von Dar Salim. Und der hat so ziemlich alles, was man in seinem Leben eigentlich möchte. Also er ist, wie gesagt, Chirurg, hat dementsprechend auch die Kohle, arbeitet in einem Krankenhaus, wohnt in einem total schicken, runden Haus. Das hat mich am meisten beeindruckt, kann ich jetzt schon mal sagen. Ein rundes Hochhaus mit ganz vielen Wohnungen drin. Und wie bei den Ostfriesen, ne? Da muss man nicht in der Ecke kehren. Ja, genau richtig. Hast du schon richtig verstanden. Spielt ja auch im Norden, spielt ja in Dänemark. Also hat seine Frau Stine, die ist schwanger und alles und könnte eigentlich alles ganz cool sein, wenn da nicht eines Tages sein jüngerer Bruder Yassin vor der Tür stehen würde und von ihm einen höheren Geldbetrag möchte, weil Yassin eben mit den falschen Leuten sich eingelassen hat und ja, denen jetzt Geld schuldet, weil bei dem ein Bankraub nicht ganz so funktioniert hat, wie es hätte sollen. Was passiert ist natürlich, Said, also alle sind irakischer Abstammung, in dem Fall muss man auch noch dazu sagen, Said sagt, nee, gibt kein Geld für dich jetzt, komm selber klar, versuch selber klar zu kommen, ich kann dich nicht immer rausreiten. Und einen Tag später oder zwei Tage später trifft er seinen Bruder wieder, allerdings ist sein Bruder im Krankenhaus und er wird eingeliefert ins Krankenhaus und das war's dann. Yassin überlebt das alles nicht, wurde von irgendjemandem umgebracht, was dann natürlich ein Fall für die Polizei ist, aber die geht dem Ganzen nicht so ganz genau nach und so, was macht Said dann wohl? Richtig, er nimmt das Ganze selbst in die Hand, begibt sich in die Unterwelt, in die Kopenhagener Unterwelt, um ganz genau zu sein, und sucht nach dem Schuldigen für den Mord an seinem Bruder. Und wie es natürlich auch ist, der Rachefeldzug, er artet derart aus, dass er natürlich nicht nur sich, sondern auch seine ganze Familie in Gefahr bringt. So, das ist jetzt ungefähr mal das Setting. Es ist ziemlich duster eigentlich, der ganze Film, die ganze Zeit. Und wenn man das so hört, könnte man meinen, ja, hat schon ein bisschen Potenzial, der Film. Und das ist auch wirklich so. Also der Film hat durchaus Potenzial, aber jetzt kommt das große, große, was heißt aber auf Dänisch? But. Ja, but. Aber er macht meiner Meinung nach überhaupt nichts aus dem Potenzial. Also er ist sehr, sehr langsam, baut er sich auf und es ist so einer gegen alle, gegen die Unterwelt, die kommt ihm auf die Schliche, die machen sein ganzes Umfeld kaputt, seine Freunde werden gefoltert und umgebracht und es ist so...
dieses Leben so in dieser Parallelgesellschaft, so der eine Bruder hat es geschafft als Auswanderer und ist voll integriert, der andere eben nicht, wie viele andere auch, und geraten halt in die Falschen. Was will man groß machen? Wie gesagt, der Film hat eigentlich viel Potenzial, auch vom Setting her, das ist schon gut gemacht alles, nur er ruft es absolut nicht, meiner Meinung nach absolut nicht ab. Es ist so, es ist nicht wirklich Actionfilm, dafür ist es zu wenig, es ist nicht wirklich Drama, dafür ist es zu lamellig. Also ich denke, wenn man die erste Dreiviertelstunde des Films weglässt und das alles ein bisschen zusammenrafft, dann hätte man einen ordentlichen Streifen hinbekommen. So ist es meiner Meinung nach eher ein netter Thriller aus Dänemark. Also ich mag ja eigentlich skandinavische Filme, muss ich dazu sagen. Aber so ist es halt ein kleines Filmchen, den ich jetzt gesehen habe, den ich aber wahrscheinlich nächstes Jahr um die Zeit schon vergessen haben werde. Ganz ehrlich. Und ich werde ihn auch wahrscheinlich nicht noch einmal schauen. Also Darkland, mich hat er nicht abgeholt. Er soll anscheinend irgendwo ganz gut angekommen sein. Ich glaube, beim Fantasy Filmfest lief er auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ja, also wie gesagt, war jetzt nicht meins. Kommt am 12. Oktober auch erst in die Kinos und dauert fast 2 Stunden. Und das ist halt, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach zu lang. Also da habe ich mal ein paar Fragen. Fantasy Filmfest, hat er irgendwas Fantasy-mäßiges? Nein. Komisch. Deswegen, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das von Kinoleuten gehört, dass der wohl da lief. Da laufen ja manchmal so seltsame Filme. Aber das Poster sieht cool aus. Ich habe das jetzt gesehen hier. Haben sie schon cool gemacht, so mit weiß-schwarz, so schräger Strich. Ja, aber wie gesagt, wenn du es wirklich ganz genau nehmen möchtest, weil das soll ja dann diese Zweiteilung auch darstellen zwischen Dr. Jekyll. Na, einfach zwischen diesen, das normale Leben und das Unterweltding. Aber wenn du es so machst, dann müsstest du eigentlich 2 Drittel den im weißen Kittel haben und 1 Drittel vielleicht in seiner dann schwarzen Kluft. Das ist halt auch so typisch. Also er zieht sich komplett schwarz an, sein Motorrad wird komplett schwarz, es wird alles komplett schwarz gemacht. Es ist halt, ja, er malt sich auch noch schwarzes Gesicht an, ohne jetzt groß zu spoilern. Also, Blackfacing. Ja, es ist halt der schwarze Ritter. Und ich mag ja eigentlich den schwarzen Ritter. Oh. Ja, wer kennt ihn nicht, den schwarzen Ritter? Aber in dem Fall ist es halt so, ja, ich sage jetzt auch nicht, wie es ausgeht, aber... In dänischen Filmen oder überhaupt so skandinavischen Filmen ist meistens noch so ein ganz abgefahrener, fieser, schwarzer Humor. Ist da hier auch irgendwas drin in der Richtung? Nein. Auch nicht. Oh. Also Humor kam mir jetzt überhaupt nicht. Höchstens, dass es unfreiwillig komisch mal wurde, aber ansonsten... Na, das klingt nicht gut. Unfreiwillig komisch in so einer Rache-Geschichte. Ein Mann sieht rot. Fiel denn wenigstens der 80er-Jahre-Action-Satz, jetzt ist es was Persönliches? Nee, der fiel, glaube ich, nicht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Auch nicht, Mensch. Ja, also wie gesagt, vieles falsch gemacht. Aber der sah gut aus. Ich kann mich erinnern, als du mir geschrieben hast, dass der Film gerade kommt, habe ich gedacht, der hatte mich eigentlich interessiert, so vom Trailer her. Weil den hatte ich ja auch bei den Tipps rausgesucht gehabt und ich dachte noch, boah, der sieht cool aus. Wie muss ich täuschen kann vom Trailer her? Es kann ja auch sein, dass du ihn anschaust und sagst, boah, was für ein geiler Streifen. Wünsche ich dir, aber mich hat er leider nicht abgeholt. Also. Ja, im Kino werde ich den nicht schauen, aber vielleicht mal irgendwie im Heimkino, wenn der irgendwo mal läuft, vielleicht mal reingucken. Ja, ich bin auch gerade in unserer Facebook-Gruppe, also du hast 3 Punkte gegeben und vollkommen richtig, Maximalpunktzahl für den Film waren 7 Punkte, aber auch nur von 4 Leuten. Also das pendelt sich eher so im Mittelfeld ein, würde ich sagen. Ein paar sind oben drüber, ein paar sind unten drunter. Also ich denke mal so 5 Punkte ist so der Durchschnitt. Ja, 5, 6 Punkte würde rauslaufen. Ja, klingt ja nicht gerade so wahnsinnig überzeugend, aber wenigstens kein Sneak-Ausfall. Ja, nein. Da hatten wir auch schon Louise Michel oder sowas. Oh ja. Naja, gut. Ja, das war also Darkland. Bin ja mal gespannt. Ich habe noch nicht gehört, dass den irgendjemand anders in der Sneak hatte. Da sind wir anscheinend vorne dran. Mal gucken, was die anderen dann noch dazu erzählen. Und wenn wir jetzt einmal bei den Sneak-Tipps sind, kannst du ja mal den Tipp für die kommende Woche, sprich für morgen, vorlesen. Und die Kate kann gleich mal sagen, was so getippt wurde. Für die Sneak 918 lautet der Tipp: Furcht und Begeisterung, eine starke Kombination. Und das ist ein Zitat aus Gladiator. Mhm. Steht sogar da.
ein Zitat aus Gladiator. Ja, aber es steht auch eine starke Kompilation. Also. Ich habe es korrigiert. Hätte mal jemanden früher auffallen können. Ich habe noch nicht. Ich sehe, die Tipps sind alle nur von mir. Kate, darfst du trotzdem vorlesen. Oh, das ist aber lieb von dir. Also, der Erik hat 3 Tipps abgegeben. Und zwar Borg versus McEnroe. Das Tennis oder was ist das? Genau. Das ist quasi die 2 ewigen Kontrahenten, die ja. Das war ja damals immer so dieses Kopf-an-Kopf-Rennen und der McEnroe, der war immer sehr aufbrausend, hat immer seine Schläger kaputt gehauen und wenn da manchmal mit Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden war, gab es dann übelsten Zoff und so. Und deswegen hatte ich gedacht, weil bei Gladiator ist ja auch so, fühlt ihr euch unterhalten und sowas, ne? Die sind halt da auf diesem Platz und da rundherum ist die Menge. Könnte sein. Ich weiß zwar nicht, was mit Furcht passt jetzt nicht so ganz, aber wer weiß. Dadurch, dass halt Gladiator-Zitat ist. Okay, dein 2. Tipp, Geostorm. Geostorm, der sieht sogar ganz nett aus. Der ist von denen, die auch bei Independence Day mitgemischt haben, also von den Produzenten. Hier ist zumindest mal Gerard Butler auch mit dabei und Ed Harris. Und hat nicht Gerard Butler auch mal in irgendeinem nicht Gladiator, also bei Gladiator hat er nicht mitgespielt, aber in so einer Art Film, deswegen dachte ich, vielleicht passt es ja und wegen Furcht und so, die haben da irgend so eine Wettermaschine, die kann das Wetter beeinflussen und dann geht aber ein bisschen was schief und ja, so ein klang ganz interessant. Dein 3. Tipp, den ich präferiere und denke auch am ehesten, dass der passt, ist Flatliners. Ja, das Remake 2017. Habe ich gedacht, wegen Furcht, man hat Angst und Begeisterung, weil es ja irgendwie interessant klingt, das mal zu sehen, was so vor dem Tod oder an der Schwelle des Todes so vielleicht passiert, was man da sieht oder nicht sieht oder keine Ahnung. Ne? Ja, wer weiß, da noch nie jemand anders getippt hat, dann sind das die einzigen Tipps. Deswegen, liebe Hörer, ihr seid dazu angehalten, gerne in der Metropol-Sneak-Gruppe noch zu tippen. Ihr könnt ja bis morgen bis zur Sneak eigentlich eure Tipps abgeben. Mal gucken, was da vielleicht hat noch jemand. Ich fühle mich bei keinem von diesen Tipps so richtig, weil manchmal habe ich gedacht, ich hab's raus, ich weiß, was kommt, wie letzte Woche mit diesem Darkland oder so. Aber diesmal, ist keiner dabei, wo ich sage, yes, das passt. Ich find Flatliners passt verdammt gut. Ich meine, Furcht und Begeisterung, die Furcht dahinter ist nicht zu wissen, was passiert, ob man es schafft, auch wieder zurückzukommen. Und die Begeisterung natürlich, das Wissenschaftliche dahinter, das zu sehen, was da passiert. Also ich finde, das passt ganz gut. Wir werden sehen. Ich glaube, es ist fast ein bisschen zu groß, der Film für die Sneak, aber wir werden sehen. Ich habe noch einen Film geschaut gehabt und die aufmerksamen Hörer werden sich erinnern. Ich hatte ja Anfang des Jahres mal davon berichtet, dass ich jemanden von Konstantin-Film getroffen hatte, der mir doch ein paar Filme empfohlen hat, die Konstantin im Portfolio hat, die demnächst irgendwie ins Kino kommen sollten. Und einer war dabei, von dem hatte ich noch gar nichts gehört gehabt in dem Moment, nämlich der Tiger Girl hieß der. Und der lief ja im Kino nur irgendwie ganz kurz, bei uns hier sowieso. Ich habe es da nicht geschafft, in die Pressevorführung auch nicht. Und ich habe den jetzt nachgeholt, weil den gibt es jetzt fürs Heimkino. Und bin sehr, sehr angenehm überrascht gewesen. Es ist allerdings nicht ein Film für jeden, also das sei mal dazu gesagt. Es ist jetzt nicht so der große Blockbuster, den man jedem empfehlen kann. In dem Film geht es um zwei junge Frauen. Die eine ist eben dieses besagte Tiger Girl. Ja, die ist so die lebt auf der Straße, immer mal in irgendwelchen abgefragten Bussen schläft sie oder in irgendwelchen Häusern oben drin im Dachboden haben die sich da eingerichtet mit irgendwie noch ein paar anderen, die da quasi keine feste Bleibe haben. Und sie trifft irgendwann mal auf Vanilla, heißt die nur im Film. Ich glaube, man erfährt man auch doch Margarete oder so ähnlich heißt sie. Margaret. Sie trifft auf diese, so eine richtige, ein bisschen Mauerblümchen fast, Spießerin, so ganz, adrett gekleidet und sowas. Und die wollte sich bei der Polizei bewerben und ist aber durch diese erste Prüfung durchgefallen. Diese, so eine Sportprüfung, die es da gab.
Sie hat die Möglichkeit, diese Prüfung, diese Einstiegsprüfung für den Polizeidienst nochmal in einem halben Jahr nachzuholen. Aber sie muss ja die Zeit irgendwie überbrücken und heuert bei so einem privaten Sicherheitsdienst an. Die kennt man ja auch zur Genüge. Die haben ja teilweise auch einen etwas zweifelhaften Ruf. Und ja, sie kommt dann dort rein und muss diverse Kurse besuchen, wo die so theoretisch alles dargelegt bekommen, was da so wichtig ist, und machen auch so praktische Sachen, so Nahkampfausbildung und sowas. Und dort haben sie einen ziemlich taffen Lehrer, der den Leuten das da beibringen soll. Und während sie diese Ausbildung macht, müssen sie dann auch immer mal eben rausgehen schon und richtig arbeiten. Und sie hat halt ein ziemliches Problem damit, irgendwie Autorität auszustrahlen, was natürlich in einem Sicherheitsdienst eher nicht so gut ist, wenn das jemand nicht kann, weil da kommt es halt wirklich drauf an, dass man den Leuten klar macht, hey, hier, bis hierhin und nicht weiter, hier, mach das, was ich von dir will, sonst gibt es Ärger. Und das ist natürlich auch was sie dann später brauchen kann im Polizeidienst, weil wenn sie da zu weich ist, dann hat sie da auch keinen Erfolg. Und als sie dann in eine bedrohliche Situation gerät, holt eben dieses andere Mädchen, das Taiko Girl, holt sie dort raus und rettet sie quasi vor einem, der ihr sehr zudringlich wird. Und die beiden Mädchen freunden sich dann an und unternehmen auch sehr viel. Und es geht sogar so weit, dass sich Tiger Girl auch so eine Uniform geben lässt von diesem Sicherheitsdienst. Sie bringt Vanilla ihr mit und dann gehen die nachts selber quasi draußen rum und gehen auf Streife oder manchmal auch tagsüber und ziehen halt irgendwie oder verhängen halt irgendwelche Strafen bei Leuten, oder fängt halt auch an, dass sie direkt so kleinkriminelle Sachen machen, irgendwelchen Leuten irgendwas stehlen. Und das führt dazu, dass die Vanilla, die eigentlich so ein ganz biedere war, die taut halt dann immer mehr auf und sieht halt immer mehrere Möglichkeiten, die sie dort hat, sieht auch die Anerkennung, die sie bekommt, und in ihrer persönlichen Entwicklung sieht sie halt auch, dass sie da viel mehr erreichen kann, wenn sie eben ein bisschen tougher drauf ist und sich nicht mehr alles bieten lässt. Und diese Entwicklungsschritte, darum geht es eigentlich in diesem Film, dass das so dargestellt wird. Und dass es dann natürlich darauf hinausläuft, dass sie irgendwann in den Polizeidienst gehen soll, das wird dann mit der Zeit dann auch immer fraglicher, ob sie mit ihrer Vorgeschichte, die sie jetzt hat, und mit ihrer Einstellung, die sie an den Tag legt, die immer anarchistischer wird, ob sie dann überhaupt noch die Richtige für den Polizeidienst ist. Und viel mehr will ich mal gar nicht so verraten. Also mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Es ist aber ein ganz, ganz schwer verdaulicher Film. Der ist zum einen von der Art her, wie es gedreht ist, ist so eine Mischung aus Improvisation, die aber von regietechnisch doch in gewissen Maßen arrangiert wurde. Es hat die ganze Zeit so einen Low-Budget-Look, als wäre das alles irgendwie so relativ einfach gedreht worden aus der Hand. Das Ganze basiert auf einem Film, der heißt Love Steaks, und das hat der Regisseur nämlich vorher schon gedreht gehabt, mit dem er sehr viel Aufsehen erregt hatte, weshalb ihm Konstantin das Budget gegeben hat für diesen Tiger Girl, weil Konstantin jetzt auch die Schiene verfolgt, dass sie eben viele junge Regisseure ein bisschen fördern wollen, dass die einfach mal ihre interessanten oder coolen, abgefahrenen Ideen einfach mal richtig mit ordentlich Geld umsetzen können. Und da ist das eben einer von diesen Filmen. Also er hat halt 1 Million zwar nur gekostet, ist weniger als jetzt ein Tatort-Film, aber man sieht halt doch, dass da schon ein bisschen was am Start war, also nicht alles nur mit GoPro gedreht war oder so. Aber reinweg von der Entwicklung her, von diesem ganzen Drama, was dort passiert, und sind noch sehr viele Kampfszenen, die ganz gut choreografiert sind. Das hat mich sehr überrascht. Insgesamt, also ich kann ihn empfehlen, ist aber wirklich schwer verdaulich und teilweise durch die harten Schnitte so ein bisschen fast YouTube-Style, würde ich sagen, wo man irgendwas guckt und mit einmal Cut und plötzlich ist die Person verrutscht, und das geht aber genauso weiter, ne? Also solche Jump-Cuts, ne? Das macht es halt wirklich echt schwer, den zu gucken. Also sind wirklich tolle Szenen drin. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch den jetzt nahe bringen konnte, diesen Film, ob euch das interessiert. Vielleicht, Chris, für dich so als Lehrer ist das vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht auch mal so als
Du bist jetzt kein Deutsch oder Gemeinschaftskunde. Du bist jetzt kein richtiger Lehrer. Du bist kein Deutsch oder Gemeinschaftskundelehrer. Doch, Gemeinschaftskundelehrer. Ach so, machst du auch. Freund, ja. Weil ja. Da wäre das, oder für Ethik wäre das, denke ich mal, ein gutes Thema, weil da geht es auch um die Gesellschaft, um das Miteinanderleben und da geht auch 90 Minuten, also kann man eine Doppelstunde mal durchrocken. aber wie gesagt. Ja, müsste ich mir erstmal angucken. Ich denke mal, für die jungen Leute, die ganz jungen, die haben diese Sehgewohnheit jetzt, wie es da in dem Film dargelegt wird. Und Soundtrack fand ich sehr passend zum Film, wenn er mir auch nicht gefallen hat. das war jetzt irgendwie so ganz... Das klingt jetzt übrigens falsch. Der Soundtrack passte zum Film, der mir nicht gefallen hat. Nee, der Soundtrack an sich hat mir nicht gefallen, aber er hat sehr gut gepasst zu den Filmen und zu den Szenen okay. Und sowas. Es war jetzt nicht wie bei... jetzt überlege ich gerade, wie der Film hieß, den wir hatten, der so in der 1989 spielt mit der, was war das, Charlize Theron, die da American, nee, wie heißt das? Atomic Blonde, ja genau. Da hatte mir 50 Euro. Hat er mich ja sofort mitgerissen. Hier sind halt so, ich weiß nicht, wer das war, klang wie eine Mädchen-Punkrock-Band, die da immer irgendwas gespielt hat. Also hat cool gepasst zum Film. Also von mir Tiger Girl irgendwie 8 von 10 Punkte. Toller Film. Ui. Ja, hat mich extrem gut unterhalten. Ich fand den toll. Gute Darsteller vor allem auch, die man noch nicht schon zigtausend Mal irgendwo gesehen hat. Wirklich ganz frischer Wind ins Kino. Und teilweise auch ganz schön in die Fresse. Ja, sehr gut. Wir machen mal damit hier weiter. Kinocharts und Neustarts. Ich muss das mal ein bisschen optimieren hier, dass das schneller geht. Dass ich dich schneller finde, hier die Tasten. Und diesmal auch die richtige Woche vorlesen, gell, Erik? Ich gebe mein Bestes. Aber du musst dich selbst optimieren, habe ich das richtig aber das verstanden? Aber das tun Waschmaschinen auch, ne? Oder wie war das in dem Filmzitat? Die Kinocharts, die passen auf jeden Fall. Da ist nämlich auf Platz 10 Barry Seal, Only in America. Also hier in Stuttgart sind jetzt die Charts. Platz 9, Victoria und Abdul mit Judy Dench und Eddie Izzard. Platz 8 ist Hereinspaziert, ein französischer Film, Christian Clavier, der da irgendwie so ein Autor ist, so ein ziemlich liberaler und wo dann irgendjemand sagt, ja, wenn sie so viel schreiben, dass hier Flüchtlinge kommen sollen, dann sollten sie vielleicht selber auch mal welche aufnehmen und dann nimmt er halt irgendwelche Flüchtlinge auf. Platz 7, The Circle. Platz 6, Bully Parade, der Film. Platz 5, S. Ha, das war ein guter Film. Habe ich jetzt auch von allen, die ihn mittlerweile gesehen haben, nur Positives gehört. Fand ich total krass. Übrigens, der Martin hatte mir geschrieben, bei denen in Halle läuft der Film in 5 Sälen. Also jetzt am Samstag lief der in 5 Sälen gleichzeitig und war gut ausverkauft. Total schlecht. Total krass. Platz 4, Cars 3 Evolution. Da muss ich noch rein. Muss ich mich schon. Ich habe ja Brückentag. Vielleicht klappt es irgendwie. Platz 3, High Society. Gegensätze ziehen sich an mit Emilia Schüle und Iris Berben. Platz 2, Lego Ninja Go Movie. Und Platz 1, auch ein bisschen überraschend fand ich, Kingsman The Golden Circle. Hat mich ja schon ein bisschen. So überraschend finde ich das nicht, weil der erste war ja ganz cool. Aber der lief, glaube ich, nicht so gut in den Kinocharts, wenn ich mich recht erinnere. Aber man kann ja dann auch im Heimkino mal gucken und dann feststellen, hey, der war ganz cool. Zieht ja dann auch viele dann noch ins Heimkino. Und die Kino-Neustarts hier in Stuttgart ab dem 5.10., das müsste stimmen. Das stimmt. Der Topfilm ist natürlich My Little Pony. Animierter Musicalfilm basierend auf den Hasbro-Figuren My Little Pony. Im gleichnamigen Kinofilm muss das Einhorn Twilight Sparkle ganz Ponyville retten. Twilight Sparkle. Twilight Sparkle, jawohl. Du kennst das, nämlich höre ich da raus. Okay. Dann ein Film, den wollte ich irgendwie ein paar Mal tippen, auch in unserem Sneak-Tipps hier. Unter deutschen Betten. Inspiriert von dem gleichnamigen Roman schlüpft Veronika Ferres in die Rolle einer Putzfrau, die intime Einblicke in die deutschen Schlafzimmer bekommt. Dann kommt noch eine bayerische Mundartkomödie, nämlich Austreten heißt die.
um ein politisches Missverständnis, das fast zum Austritt des Freistaates aus der Bundesrepublik führt. Ist ja fast wie aktuell hier mit Katalonien. Habt ihr übrigens gehört, dass dann der FC Barcelona nicht mehr mitspielen darf in ihrer ersten Liga, ne? Wenn die austreten. Ja, das haben wir gekriegt. Die werden sich freuen vielleicht. Jetzt überlegen es vielleicht doch manche nochmal, ob sie da dafür sind oder nicht. Heute ist ja die Wahl, heute ist der 1.10. Dann die Neil-Hilton-Affäre, Kriminalthriller über den Mord an einer Sängerin in einem Hotel in Kairo. Die Spur führt bis in die Führungsriege des von der Revolution erschütterten Landes. Da habe ich schon ein bisschen was drüber gehört. Da hat nämlich ein ägyptischer Regisseur das auch gedreht und hat das auch schon vorgestellt. Klang ganz interessant. Hätte ich mir gerne mal für die Sneak gewünscht. Also ich glaube, aktiv gehe ich da nicht rein, aber so mal. Genau. Ein Dokumentarfilm läuft in manchen Sneaks noch, nämlich Der Konzertdealer. Das ist eine Doku über einen Tourmanager und Konzertveranstalter, der zum Beispiel die Bands wie Rammstein oder Kraftwerk, diese ganzen Tourneen plant und sowas. Das klang ganz interessant. Dann laufen noch zwei Filme wieder an, nämlich Blood Simple, der Director's Cut von Joel Cohen mit Frances McDormand. Wer nicht kennt, also der Film, kennt ihr Blood Simple? Sagt mir gerade schon nichts. Uralter Film, gab es lange Zeit nur geschnitten, weil gibt es so eine ganz üble, ich glaube so eine Bohrmaschinen-Szene, wenn ich mich recht erinnere drin. und auch noch eine Wiederaufführung Dirty Dancing, kann man auch in manchen Kinos nochmal gucken. Und natürlich ein Film, den habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, Blade Runner 2049. Den muss ich unbedingt sehen. Ich habe schon geguckt hier im Gloria, wo wir immer mal wo wir immer mal reingegangen sind zu irgendwelchen besonderen Filmen, hatte ich geguckt wegen Donnerstag. Da ist aber schon fast alles weg. Also das Interesse ist doch da. Also 20 Uhr die Vorstellung. Vielleicht gehe ich dann Freitag oder so mal gucken. Könnt ihr euch ja mal melden, ob ihr Lust habt mitzukommen. Jo. Okay, dann haben wir die Neustarts durch und die Kinocharts. Und dann kommen wir zu den Serien. Serien. Da haben wir alle drei eine neue Serie angefangen zu gucken. Habe ich daraus gehört im Vorgespräch. Ja. Kate, bei dir steht's drin. Schieß los. Es handelt sich um die ersten beiden Folgen der neuen Serie Star Trek Discovery. Und ich finde, durch die ersten zwei Folgen sieht man noch nicht genau, wo die Serie hin will, denn in den ersten beiden Folgen ist es ziemlich rasant, was da losgeht. Und zwar sind wir mit der Crew zusammen auf der USS Shenzhou. Und noch kurz dazu, das Ganze spielt von der Zeitlinie her etwa 10 Jahre vor dem ursprünglichen Abenteuern mit Captain Kirk und so. Ne? Also es ist eine Vorgeschichte quasi. Auf jeden Fall ist die USS Shenzhou unterwegs in der Nähe von einer Galaxie oder irgendwie, da wird gerade ein neuer Stern geboren. Ich habe es nicht ganz so verstanden. Und da ist irgendein Raumteil beschädigt, was sie überprüfen sollen und gegebenenfalls reparieren sollen. Und dabei stellen sie fest, dass das aber nicht unbedingt ein Unfall war. Also sie sind sich nicht ganz sicher, ob das wirklich so beschädigt wurde, wie gedacht. Und dann haben sie auch noch auf dem Schirm ein unbekanntes Objekt, was sie aber auch nicht richtig bildlich darstellen können. Sie wissen nicht, was das ist. Und wollen das mal anfliegen, beziehungsweise wollen mal schauen, was das genau ist. Und der erste Offizier heißt nämlich Michael, ist aber eine Frau. Und die ist bei den, wie heißen die? Vulkaniern aufgewachsen. Die hat da dieses ganze Lernzentrum, Lernprozess bei den Vulkaniern mitgemacht. Und die sagt, okay, ohne jetzt da jemanden zu gefährden, sie fliegt da mit dem Jetpack hin und schaut sich das mal von der Nähe an, macht aber nur einen Vorbeiflug und kommt dann wieder zurück. Aus dem Vorbeiflug wird dann allerdings eine Landung auf diesem Objekt, denn es handelt sich um eine Art anderes Schiff,
Und bei dieser Landung löst sie dann das quasi aus, dass das Schiff sich auch anfängt zu bewegen. Und darf man sagen, was das für ein Schiff ist? Wo das herkommt? Ja, muss man oder schon sagen. Oder ist es zu viel gesagt? Muss man schon sagen, dass das ein klingonisches Schiff ist. Ja. Genau, es handelt sich dabei um ein klingonisches Schiff. Und darum geht es auch. Also es geht dann darum, dass die Klingonen eben dort sind, nachdem man die seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Da keine Interaktion mehr mit der Föderation da war, sind die plötzlich wieder da. Und jetzt ist halt die Frage, warum? Was haben die für Absichten? Und das wird quasi in den ersten beiden Folgen actionreich erörtert. Die waren ja damals noch nicht so friedlich, wie es dann später war. Die haben ja auch den Sohn von Kirk umgebracht und sowas dann später und so. Das war ja alles noch nicht so ohne. Was man vielleicht noch dazu ergänzen müsste, die Klingonen haben da so einen Plan vor, dass sie eben diese 24 klingonischen Clans wieder vereinen wollen, damit sie massiv gegen die Föderation antreten können. Und die bewegen sich mit ihrem Schiff gerade so in der Nähe dieses, diesen Raum, der irgendwie dann kurz bevor er keinem mehr gehört oder so. Und die erklären dann aber, dass ab jetzt dieser ganze Bereich dann auch zu denen gehört, dass da die Föderation dort nicht mehr eindringen soll. Und ja, ich fand's, wollen wir da schon dazu kommen, wie wir es fanden, oder haben wir noch was? Chris, willst du noch was ergänzen? Nö. Kapla. Also, dadurch, dass ich es jetzt vorgestellt habe, würde ich gerne dazu hören, was dazu sagen. Also, ich fand, dass es sehr schnell ging. Also, das war alles sehr hoppla hopp. Ich fand es echt gut. Also, ich fand es richtig bildlich toll umgesetzt. Mir fehlte ein bisschen das Verständnis bei dem ersten Offizier, also bei der Michael, warum die da jetzt so total ausrastet quasi. Klar, man will nicht, dass man da mit Ärger mit den Klingonen haben, gar keine Frage und so. Aber ich fand das alles ein bisschen over the top, aber nicht unbedingt schlecht. Ich habe es nur nicht ganz verstanden, warum. Und Entschuldigung, meine Katze spielt hier gerade. ich habe ihr dann so eine Rennbahn. Und einmal, jetzt muss ich gerade damit spielen. Mikrofonsignal weg, zack. Irgendwie. So, Entschuldigung. Also ich habe halt diese Intention nicht hinterverstanden, dass sie halt so total außer Haut fährt. Und wenn, ich meine, sie hat ja eine vulkanische Ausbildung genossen und hat eben auch entsprechenden Hintergrund mit den Klingonen, weil die sind irgendwie für den Tod ihrer Eltern zu verantwortlich. Ich weiß nicht genau, habe ich nicht mitbekommen. Und eigentlich verstehe ich nicht, dass sie dann so arg drauf reagiert und auch wirklich komplett außer Haut fährt. Klar, sie ist menschlich und keine Vulkanierin, aber trotzdem, ich habe es halt nicht ganz, die Intention nicht ganz verstanden. Ansonsten möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass seit heute die dritte Folge jetzt auf Abruf ist. Kommt einmal die Woche eine neue Folge. Mal gucken, vielleicht gucke ich die nachher noch an. Das klingt gut. Ja, die müsste, glaube ich, heute kommen. Ich bin eh gerade momentan so im Star Trek. Ich gucke ja, wie gesagt, noch Star Trek Enterprise. Mache ich gerade so Binge-Watching und so. Da habe ich mir die ganzen DVDs mal ausgelesen, die ich hier hatte, und habe die mal, guck die jetzt hintereinander weg. Und bin da auch extrem begeistert, weil ich habe da immer nur so zwischendurch mal eine Folge geguckt, nie so hintereinander weg. Ja, man kann ja schon ein bisschen verstehen. Also ich meine, die Klingonen und die Vulkanier, die waren sich ja am Anfang noch gar nicht grün und so. Also da sind ja auch einige Dinge vorgefallen. Da versteht man schon die Reaktion. Und sie ist ja keine Vulkanierin, ja? Sie ist ja nicht Spock, der da so völlig in Ruhe irgendwie, sondern ja, sie hat ja Emotionen. Also das ist wahrscheinlich dann sogar, wie es auch bei vielen Menschen ist, wenn die ihre Emotionen irgendwie lange, lange unterdrücken, wenn das dann mit einem Mal rausbricht, dann kommt es umso schlimmer raus. Deswegen ist es wahrscheinlich hier auch so. Ja, fand es extrem gut gemacht. Also zum einen sehr hoher Production Value, wie es so schön heißt. Also es sieht
einfach richtig gut aus. Die Schauspieler sind gut. Ich fand es gut, dass sie auch wieder einen weiblichen Kapitän und einen weiblichen ersten Offizier jetzt genommen haben. Mit Captain Janeway von Voyager bin ich nie richtig warm geworden. Die war mir eher so eine, ja, weiß nicht, so eine Postangestellte, die irgendwie jetzt gerade ein Raumschiff führt. Aber hier, da merkst du, die Michelle Yeoh, die der Captain ist, also die ist ordentlich tough. Ja. Der kaufe ich das ab, dass die Bude richtig führt und dass die auch mal, oder die trifft ja auch unangenehme Entscheidungen im Laufe der Folge. Was mich ein bisschen gestört, also ich hab's ja auf Englisch geschaut mit deutschen Untertiteln. Man kann übrigens auch klingonische Untertitel einschalten bei Netflix, ne? aber was echt schwer zu verstehen ist, waren die Klingonen. Ne? Also selbst wenn sie mal Englisch gesprochen haben, die haben alle, ich weiß nicht, die hatten da so Prothesen im Mund oder sowas, wo sie da die Zähne und dann haben sie da irgendwie... Vielleicht sind's Inder, Entschuldigung. Na, dann hätten die aber ganz anders gesprochen. Hallo. Das wäre ganz anders. Wir greifen euer Raumschiff an. Ich hab denen gar nicht zugehört. Nein. Ich habe einfach nur gelesen, was an einem Bild dran stand, weil ich nichts verstanden habe, was die von sich gegeben haben. Weil ich spreche nun mal kein fließendes Klingonisch. Gibt ja Leute, die verstehen das, aber ich nicht. Ich auch nicht. Ich kann nur ein Wort. oder vielleicht zwei. was man ganz gut gemerkt hat, war, dass diese 24 Clans, dass die auch ein bisschen unterschiedliche Dialekte haben. Also selbst wenn man jetzt das nicht gehört hat, das Klang hatte eine andere Tonalität und so, da frage ich mich, also es gibt ja irgendwie, für mich gibt es gefühlt nur Klingonisch, ja, ob die sich da jetzt gerade für die Serie nochmal Gedanken gemacht haben, irgendwelche Sprachwissenschaftler, dass sie da andere Dialekte noch entwickelt haben. Das würde mich mal interessieren, da hatte ich auch bis jetzt noch nichts gefunden, aber das ist ja auch so eine eigene Welt. Aber auf jeden Fall echt geil. Und ich freue mich eh, dass es wieder eine Star Trek-Serie gibt. Es kann doch nicht wahr sein, dass bei so vielen guten Serien, die so entstehen, dass da nicht eine Star Trek-Weltraumserie irgendwie dabei mit abfällt. Also es gibt ja schon ein paar ganz coole Weltraumserien, aber eben nichts Star Trek-iges. Und das ist jetzt halt wieder richtig cool. Und ich finde auch, dass das tatsächlich was für die Trekkies ist, weil ich hätte das nicht bemerkt, wenn ich es nicht gelesen hätte, zum Beispiel, dass der Vulkanier, der die Michael groß zieht, ist ja jetzt auch nicht ein unbekannter Name. Mhm. Also ist dem seine Rolle. Und das weiß man auch nur, wenn man es entweder wie ich nachliest durch Zufall oder halt ein richtiger Trekkie ist. Und das finde ich eigentlich echt cool gemacht. Ah, für die noch überlegen, das zu gucken, eine Information hätte man gleich am Anfang sagen müssen. Das Ganze spielt, wie es die Kate ja gesagt hatte, vor der TOS, also The Original Series mit Captain Kirk, 10 Jahre vorher. Und das Ganze befindet sich aber nicht in der Zeitlinie von den neuen Kinofilmen, sondern befindet sich in der ursprünglichen Zeitlinie. Denn die Zeitlinie der Kinofilme, die hat ja J.J. Abrams extra erschaffen, damit er da ein bisschen mehr spielen konnte mit den Begebenheiten und eben nicht so in die starren Konventionen reingepresst war, die Star Trek nun mal leider mit sich bringt. Und deswegen, also das befindet sich in der Originalzeitlinie, was es ein bisschen schwer macht, finde ich, für die Serie jetzt eben diese ganzen, ja, nichts zu verbocken, sag ich mal. Die müssen da echt aufpassen, weil ja irgendwie alles... Ja, die sagen ja quasi die Vorgeschichte. Wenn sie da irgendwelchen Käse machen, dass da irgendjemand stirbt oder irgendwas sich ändert, was später mal ganz anders ist, dann gehen die alle auf die Barrikaden. Das kannst du schon kommen. Ja, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, warum die Serie Star Trek Discovery heißt. Ich habe nämlich erst gedacht, das Schiff heißt vielleicht Discovery, aber das war jetzt die Shenzhou, aber die ist ja quasi ein bisschen kaputt gegangen. Vielleicht kommt es jetzt noch, vielleicht ist das... Ist das, was sind die zwei Folgen auch wieder nur eine Art Vorgeschichte für die Star Trek Discovery? Das, weiß ich mal? Also es könnte natürlich sein, dass sie vielleicht ein neues Schiff bekommen, was dann Discovery heißt, wenn dann die Shenzhen irgendwie mal kaputt geht oder irgendwas. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass einfach, ja, also Entdecker, also Entdeckungsreisen, dass sie sich ja in der Phase befinden, hier mit, Entdeckung des Warp-Sprungs hier mit Cochrane oder wie der hieß dann und dann halt sich erstmal aufmachen, um die entlegenen Winkel des Universums überhaupt zu erkunden, wie es damals eben Enterprise dann auch war. Aber vielleicht gab es da, oder vielleicht gibt es auch verschiedene Entdeckermissionen, ja, vielleicht
wer weiß. Mal gucken, was uns da erwartet. Vielleicht in Folge 3 jetzt wieder ganz andere Charaktere. Das wäre jetzt auch krass. Außerdem, es könnte ja zum Beispiel sein, wir wissen ja nicht, was Netflix vorhat. Wenn die sagen, ja, wir machen jetzt hier ja, Star Trek Discovery und dann zeigen wir jetzt eine Staffel lang eben diese Person hier und dann wollen sie vielleicht, ja, in der nächsten Staffel wollen sie vielleicht ein anderes Raumschiff nehmen und eine andere Crew, kann ja sein, ja, weil sie sagen, ja, warum nicht, wir zeigen jetzt mal was ganz anderes und das heißt, dann läuft dann unter gleichen Namen einfach weiter, weil es auch Entdeckungsmissionen sind, wer weiß, mal gucken. Vielleicht löst sich das ja jetzt in der dritten Folge auf. Genau, ist cool, dass du mir das gesagt hast. Da, ich habe nämlich immer schon geguckt, wann die nächste Folge kommt irgendwie. Aber ich meine, ich habe gelesen, dass sie immer sonntags kommt. Ja, ich habe jetzt aber noch nicht auf dem Tablet geguckt. Das wäre ganz cool. Und der Chris, der hat eine Folge geguckt und hat gar nichts gesagt. Genau, den wollte ich jetzt mal zu Wort, weil ich bin so Feuer und Flamme. Ich habe jetzt gerade... Chris, wie fandst du es? Langweilig, komm mal zum nächsten Thema. Was? Ja, hat mich nicht wirklich abgeholt bisher. Okay. Deswegen, er hat auch nur die erste Folge gesehen. Ja, hat mich nicht wirklich abgeholt. Ich habe gar keine Lust auf die zweite Folge, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, deswegen. Wir müssen ja für, also nicht wir, sondern für Fortsetzung folgt. Wir, andere Podcast. Genau, da müssen wir die Serie gucken. Und da habe ich schon ins Dokument reingeschrieben, dass man auf keinen Fall nur die erste Folge gucken soll. Man soll wenigstens noch die zweite gucken, weil in der zweiten geht es eigentlich richtig los. Also das habe ich mir so notiert gehabt hier, was ich dort in dem anderen Podcast sagen wollte. Das heißt, wer das anfängt, ist es eigentlich ein Film, eine Doppelfolge. Und man sollte eigentlich beides gucken. Ich fand auch, also die erste Folge hat mich jetzt noch nicht ganz so gerissen. Und die zweite, die hat es eigentlich dann richtig gut weitergebracht und sehr viel Lust auf mehr gemacht. Nee. Aber gut, jeder wie er möchte. Es gibt ja auch noch Rick und Morty, das man gucken kann. Richtig, das kann ich nur empfehlen. Großartige Folgen, also ganz, ganz hervorragend. Und ich habe jetzt angefangen, muss ich auch noch gleich dazu sagen, mit Brooklyn Nine-Nine, mit der dritten Staffel, die es jetzt endlich auf Netflix gibt. Und zwar, ich war ja kurz am Überlegen, ob ich mir das Paket holen soll auf Amazon. Und da habe ich gedacht, nee, muss dann doch nicht sein. Jetzt war das mal, vielleicht kommt's und tada, da ist es jetzt. Ich bin ausgelastet. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ich geguckt hatte, weil ich hatte schon auf irgendeinen von diesen Sky-Kanälen TNT-Serie oder Sky One oder so, lief nämlich schon. Sky Comedy, glaube ich, kommt das. Oder egal. Da hatte ich schon Brooklyn Nine-Nine was geguckt gehabt. Jetzt weiß ich nicht, ist das die dritte Staffel schon? Also da stand. Aktuell läuft die dritte Staffel auf Sky, ja. Worum ging es denn da so in der ersten Folge? Bringst du es zusammen? In Brooklyn Nine-Nine? Ja, erste Folge, dritte Staffel oder so. Erste Folge, dritte Staffel, der neue Captain kommt. Neuer Captain? Nee, dann habe ich es noch nicht gesehen. Okay, dann es kommt ein neuer Captain und Achtung, Spoiler, er überlebt die Folge nicht. Oh, nee. Oh je, da kommt nochmal. Dann habe ich es noch nicht gesehen. Nee. Okay, klingt aber cool. Also Brooklyn Nine-Nine ist eh total empfehlenswert. Also eben. Sehr, sehr lustig. Hat ja nicht Star Trek. Nicht umsonst auch irgendwie Golden Globe hier für beste Comedy-Serie gleich bei der ersten Staffel schon gewonnen gehabt. Herrlich. Ja. Das können wir durchaus empfehlen. Okay, dann haben wir das Thema Serien heute soweit durch. Aber wir entlassen euch natürlich nicht ohne was zum Rätseln. Rätselecke. Haha. Jetzt muss ich mal die Seite noch nebenbei aufmachen, ob das letzte Woche jemand rausbekommen hatte. Also ich habe wieder eine E-Mail bekommen. Stimmt. Ja, der Mike, der macht das super. Ich finde das klasse. Also der schickt mir eine E-Mail und gut ist. Apropos Mike, ich hatte mit dem Mike jetzt, ich nehme an, das ist der Mike, mit dem habe ich jetzt auch ein bisschen per E-Mail hin und her. Der gute Mike hat nämlich Anfang August einige Produkte über Amazon bestellt. Und dadurch, dass dann aber meine Urlaubspause war, hier Sommerpause, ist es nicht drangekommen, weil ich ja immer nur die letzten 7 Tage mir aufrufen lasse. Vielen Dank nochmal an den Mike für deine ganze Heimkino-Situation, die du da über Amazon bestellt hast. Hast du einen coolen Fernseher gekauft und sowas. Und HDMI-Kabel und einen neuen Blu-ray-Player. Ja, danke. Jo, ja, danke. Und der Mike hat das richtig gehabt. Also ich weiß es nicht. Meins ist falsch. Nee. Ach so. Also er hat mir geschrieben, dass er bei meinem Film-Tipp denkt, Forever Young mit Mel Gibson. Das ist falsch.
Tut mir leid. Ich habe ihm auch gesagt, er soll nochmal drüber nachdenken, aber den habe ich damals, ist nichts weiteres eingefallen. Den habe ich damals im Kino sehen müssen mit einer, mit einer Ex-Freundin, die wollte da unbedingt rein. Ich dachte schon, das kann doch nicht sein, ey. Oh, Forever Young, ey. Und bei dir tippt er auch, bei deinem Rätsel tippt er auch auf Vanilla Sky. Das ist vollkommen richtig. Ja. Also das Rätsel war ja, es ist Halloween. Der übermütige Kerl trägt eine Maske und die Leute erschrecken furchtbar. Doch am nächsten Tag setzt er die Maske nicht ab und auch nicht am übernächsten Tag. Genau. Der Mann hatte nämlich einen Unfall, sein Gesicht wurde frisch operiert. Damit das Gewebe besser heilt, muss er andauernd eine Latexmaske tragen. Das ist vollkommen richtig. Vanilla Sky. Gibt es übrigens auch die spanische Originalversion mit Penelope Cruz in der Hauptrolle. Der heißt Abre los ojos. Öffne deine Augen. Sehr empfehlenswerter Film. Penelope Cruz am Anfang ihrer Karriere. Jo, und deiner, was war es nun, deiner? Ja, also ich habe gerade nochmal geschaut, sonst hat ja keiner getippt, das ist nur die Mail von Mike. Und bei mir war es Paul, ein Alien auf der Flucht. Ah. Das war doch so klar, deswegen habe ich es nicht verstanden. Okay, hatte ich aber, wir wollten ja eigentlich danach noch drüber sprechen, ist mir dann auch entfallen. Ja. Aber das hatte ich nicht gedacht, also den Film, ich hatte eher, was hatte ich denn, weiß gar nicht mehr. Nee, was war mein Tipp so ungefähr? Denn, weiß nicht, irgendwie 81 Jahre wird er festgehalten, beschließt dann abzuhauen und hüpft ins erste Auto, was er findet. Ach so, nee, da hatte ich gedacht, The Rock oder sowas, Fels der Entscheidung, weil da ist doch irgendwie Sean Connery so ewig lang gefangen. Ich wusste bloß nicht, ob er dann ein Auto nimmt oder so. Ja, ich meinte. Das war, glaube ich, mein Gedanke letztes Mal. Ich habe sogar gesagt, nur von einer Militärstation. Na ja, klar, der ist doch gefangen. Den haben die doch in so einem. Weil der irgendwelche Geheimnisse weiß. Übrigens, cooler Film. Wie kommt man denn dann auf Forever Young? Ich doch nicht. Aber der Mike. Ach so, keine Ahnung. Hm. Nee, da ist doch Mel Gibson, der ist doch eingefroren irgendwie. Der war doch bei so einem Experiment. Ach, ich habe doch den Film geguckt damals im Kino. Ich habe mir den noch reingetan. Genau, der ist doch irgendwie eingefroren und dann ist er in so einem Lagerhaus und dann wacht er doch auf und huch, alles ganz anders und auf einmal gibt es Flugzeuge und huch, huch, huch. Naja. Okay, hast du ein neues Rätsel mitgebracht? Ja. Sehr gut. Er beschließt mit seinen Freunden, den Alltag hinter sich zu lassen und Urlaub zu machen. So begeben sich die drei auf einen turbulenten Roadtrip in Richtung Süden. Moment, jetzt muss ich die Namen ausklammern. Da sie dafür die Arbeit geschwänzt haben und dazu auch noch ein Auto gestohlen haben, sitzt ihnen nun auch noch die Polizei im Nacken. Roadtrip. Nein. Auch ein cooler Film. Ja. Nein. Kennst du den auch, Chris? Ich kenne den, ja, natürlich. Roadtrip. Mit der Schlange, wo die Schlange, ja. Darf ich die Schlange mit der füttern? Mit Unterhose. Na, das war eklig. Also das war die einzige Szene, die furchtbar. Aber der Typ ist so cool. Ja. Dieser dirre Hansel, der ist so ja, cool. Ja, genau, definitiv. Da. Nein, aber es ist tatsächlich nicht Roadtrip, es ist was anderes. Jetzt bin ich gespannt, ob jemand drauf kommt. Ja. Roadtrip. Ah. Okay. Schreibt das hier an kate@kinocast.net die richtigen Lösungen, damit keiner voneinander abschreiben kann, ne? Jo. Ich habe auch noch einen. Da wisst ihr beiden bestimmt gleich, was es ist. Oh. Ja, ich weiß es. Ich auch. Die Überschrift heißt Verwundet. Der Verkäufer in einem Elektrowarengeschäft trägt eine Krawatte und ein weißes Hemd. Plötzlich färbt sich das Hemd blutrot. Doch den Verkäufer scheint das nicht sonderlich zu stören. Er macht weiter mit dem Verkaufsgespräch. Ja. Ich hab da eine Vermutung. Ja. Okay. Und ich, weil ich ja eh gerade mal offen habe, weil ich schauen wollte, ob es jemand hier richtig gelöst hat, aber die schreiben ja gar keine Kommentare mehr dazu, habe jetzt nämlich gerade unseren Briefkasten hier offen. Briefkasten. Zum einen ein Kommentar vom Willems, den hat er mir auch schon direkt geschickt gehabt per SMS. Ich habe ihn gebeten, das doch mal als Kommentar gleich zu schreiben, damit es auch andere hören und ich es nicht vergesse jetzt beim Vorlesen. Nämlich, ich hatte irgendwie erwähnt, dass John Lithgow, der Vater von Angelina Jolie, ist. Hat er gemeint, das ist er nicht, sondern es ist John White. Das stimmt natürlich. Ja, der Verfasser hat recht, wie es so schön heißt. Ne? Der Super Goofy fragt, warum jetzt nicht mehr die Trailer am Ende
kommen, ob das bewusst weggelassen wird. Und ja, Supergoofy, wir lassen sie jetzt seit, weiß nicht, einem Monat die Trailer weg. Das hat bis jetzt keiner außer dir gemerkt, von daher. Der hört halt bis zum Machen Ende. Machen wir es halt wieder. Ich ja, freue, dass ich drüber. Nee, es ist auch so, ich meine, das mit den Trailern ist so eine Sache. Ich kriege ja von den Filmfirmen dann immer die Genehmigungen und so, dass ich das abspielen darf. Und das alles an sich auch kein Problem. Manchmal gibt es das aber nicht so automatisch. Und gerade wenn wir ja kurzfristig irgendwie was in der Sneak haben, manchmal antworten die Filmfirmen halt nicht, bis wir die Sendung aufnehmen. Und dann bin ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Nehme ich es jetzt rein in der Gefahr, dass die mir sagen, nee, doch nicht. Oder nehme ich es nicht rein? Und deswegen, ja, dadurch, dass halt in den letzten Malen, gerade bei diesen kleineren Filmen, gibt es halt häufig mal diese kleineren Filmfirmen, die wissen teilweise vielleicht manche nicht, was ein Podcast ist und wie das so funktioniert und sagen dann vorsichtshalber nein oder so. Da hat man nämlich jetzt ein paar Fälle gehabt. Gerade wo wir mehrere Filme vorgestellt hatten, da hatte ich dann wenigstens zur Not noch den anderen Trailer genommen von dem anderen Film, den wir auch in der Sendung hatten. Deswegen ist mir einfach zu viel Gemähre jetzt gewesen, da mal das abzufragen. Und deswegen, also heutzutage ist ja nicht mehr so, dass man da nicht mehr rankommt, sondern einfach bei YouTube eingeben und dann seht ihr sogar die Bilder dazu, zu dem Trailer. Das ist auch noch viel cooler als nur Ton. Ja. Und die Sendung kann ein bisschen schneller veröffentlicht werden, weil ich eben nicht mehr dieses, ja, Trailer und dann muss mir die Filmfirma da irgendwie das MP3 schicken und irgendwas, ne? Ja, der Thomas Holmer, der hatte den Dunklen Turm sich jetzt auch angeschaut. Er kennt die Bücher nicht, findet den Film misslungen. Ja, ich ja auch. Ich habe da auch nichts Gutes dran gelassen. Er nimmt nie Fahrt auf, mal schwenkt er in die eine Kerbe, mal in die andere. Genau. Hat keine Person, die er so richtig fokussiert hier. Einzige coole Szene war die, wie Roland seine Revolver nachlud. Ja, aber von einer Szene kann so ein langer Film nicht leben bei mir. Ist so lang war er nicht. Och. Der war relativ knackig. Einen von 5 Punkten gibt er. Er hat noch Serien geguckt, nämlich Star Trek Discovery. Spannend inszeniert, emotional etwas mitreißend, aber bisher noch wenig Action. Fand ich gerade nicht. Ich gucke jetzt gerade die Star Trek Enterprise. Und ja, da ist schon, da ist das Neue ist ja da, boah, ist ja da Fast and Furious dagegen. Also das ist ja, da ist ja ständig was los und Weltraumschlachten und sonst was. Also ich finde auch Star Trek ist ja eigentlich nicht so sehr das Thema Weltraumschlacht, sondern eher so das Thema Erforschen, neue Zivilisationen kennenlernen und was die so teilweise, es war ja dann immer so, dass die irgendwo hingeflogen sind und die Zivilisation hatte irgendwie ein Problem oder irgendwas, was gelöst werden musste. Das fand ich immer sehr interessant. Und gerade auch so Thema oberste Direktive einhalten und so. Ja, dass man sich da unter das Volk quasi mischt, unerkannt, damit die nicht wissen, dass die Aliens jetzt da sind und so. Deswegen, also ich würde Star Trek nicht unbedingt an Action festmachen. Aber gut. Er gibt 3,5 von 5 Punkten. Dann Me, Myself and I hat er geguckt. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Serie ist oder ein Film. Doch, ich glaube. Das ist ein Film. Film, oder? Erzählt die Geschichte eines praktischen Erfinders im Fluss von 3 Dekaden im Teenie-Alter, Mitte 40 und als 65-Jähriger. Locker lustig inszeniert. Als Kumpel oder Geschäftspartner mit dabei Jaleel, in Klammern, Anführungszeichen Orkel White. Ah, hier von Dings hier. Nee, ist doch eine Serie, ich nehme alles zurück. 3 von 5 Punkten. Young Sheldon hat er auch noch geguckt. Tja, so wie der ältere Sheldon, aber halt in jung. Man sieht, seine Familie hat es auch nicht leicht mit ihm gehabt. Das einzig gute Verhältnis hat Shelley, wie sich herausspiegelt, mit seiner Mutter Mary. 3,5 von 5 Punkten. Sind das alles Netflix-Serien, Kate? Du bist doch da Expertin, oder? Young, ich weiß nicht, wo er Young Sheldon gesehen hat. Young Sheldon gibt es noch nicht. Thomas, im Stream noch nicht. Wo hast du Young Sheldon geguckt? Young Sheldon lief jetzt die erste Folge in den USA CBS. Letzte Woche. Ah, ich sehe hier, auf CBS kann man es gucken, also wenn man über ein US-VPN sich einwählt, kann man es start watching, ja. Geht's so, ohne VPN? Mal gucken. Ah, es lädt. Wird spannend. Falls es geht, werde ich es mit verlinken. Aber ja, würde ich mich voll gern sehen. Aber jetzt dauert's. Ja, okay, ich mach mal weiter mit der Sendung. Er hat noch was geguckt. Oh, Thomas hat wahrscheinlich Urlaub oder was hat hier Netflix. The Orville hat tolle Effekte, tolle Charaktere. Man kann sich das wie Galaxy. Ach, das ist doch die neue von Seth MacFarlane, ne, oder? Genau.
Mensch, Chris, warum haben wir die noch nicht geguckt? Hast du die geguckt? Weil die wahrscheinlich auch noch nirgends zu gucken ist bei uns. The Orville gibt es auch noch nicht auf Netflix oder Amazon. Ja, gut, es gibt ja noch anderes als Netflix und. Na, okay. Ja, aber The Orville soll doch eine Netflix-Produktion sein oder, echt? Oder Amazon? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Wie Galaxy Quest, was ihm besonders aufgefallen ist, unterscheidet sich The Orville deutlich von anderen Projekten von Seth MacFarlane. Was natürlich. Aber er gibt eine hohe Wertung. Also er fügt ja an wie Ted oder A Million Ways to Die in the West. Er gibt 4 von 5 Punkten. Hat natürlich die anderen MacFarlane-Projekte jetzt gar nicht erwähnt gehabt, die ich gut finde, weil Ted finde ich nicht so gut und A Million Ways to Die in the West fand ich auch ein bisschen bäh. Der war so lustig. Okay. er hat auch S gesehen, also im Kino war er auch noch. Er ist begeistert und fasziniert. Endlich mal eine gelungene Stephen King-Verfilmung. Spannend, genügend Grusel und dem Film würde jeden empfehlen. 5 von 5 Punkten. Ach, mir ist vorhin gerade noch eingefallen zu dem Thema Flatliners. Das wäre dann noch so eine, quasi so ein Remake von so einem alten Horrorfilmchen, sag ich mal. Ne? Das wäre. Mal gucken, falls es kommt. Jo. Ist die Zeit der Remakes gerade. Dieses Jahr ganz schlimm. Ich habe übrigens auch, habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, kann ich aber ganz kurz sagen, ich habe tatsächlich Störche geguckt, nachdem du es letzte Woche so empfohlen hattest. Mein Kleiner wollte es erst nicht sehen, wollte was anderes gucken und dann war er voll begeistert. Also, gell? Der hat dann die ganze Zeit da gesessen, hat den Film, der ist auch, kann man als Erwachsener, der tut auch als Erwachsener nicht weh, da gibt es ja manche Filme, die echt wehtun. Weil die einfach so doof sind, weil die denken, die Kinder, denen ist es eh egal und sich da überhaupt keine Mühe geben. Aber Störche ist ein cooler Film, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber nachdem du so positiv drüber geredet hattest, habe ich mir gedacht, na, das lief er jetzt gerade wieder. Okay, ich gucke gerade mal rein, was so in den letzten 7 Tagen hier bestellt worden ist, wo wir hier was bekommen haben. Für alle, die den Kinocast unterstützen wollen in finanzieller Weise, können es zum Beispiel tun, indem sie bei kinocast.net oben draufklicken bei Danke. Da gibt es diverse Möglichkeiten, PayPal-Spende oder ja, weiß nicht, Bitcoin-Spende oder Auphonic könnt ihr uns Guthaben spenden. Oder wenn ihr sowieso irgendwas bei Amazon bestellen wollt, so wie es der Mike gemacht hatte Anfang August, das kostet euch dann nicht mehr. Ihr klickt nur einfach vorher einen unserer Links an und dann kriegen wir eine kleine Provision. Und das haben zum Beispiel welche gemacht, die hier folgende Sachen bestellt haben. Vielen Dank dafür. Ein Lamy Füllhalter Safari. Oh, Lamy, ist das nicht teuer? Ach nee, das geht. Ah, in rosa. Aha. Mhm. Ah, Kate, alles klar. Dann Tom Gates. Alles Bombe irgendwie. Ein Comic-Roman. Einen TP-Link Router in frustfreier Amazon-Verpackung. Ist wichtig. Frustfreie Verpackung ist wichtig. Dann ein 10. Frustfreie Verpackung. Ja, damit du nicht hier so eine Plastik eingeschweißtes Ding hast, wo du nicht weißt, wie du es aufkriegst. Meistens dann nur so in einem Karton drin, das reicht ja auch. Dann ein Cat 6 Ethernet-Kabel. Ein Spiel. Ist das ein Spiel? I Saw the Devil? Nee, ein Film. Ein Film. I Saw the Devil hat jemand auf Amazon Video geschaut und da vorher bei uns draufgelegt. Also das geht auch. Ne? Also ihr könnt, wenn ihr auf Amazon Video was kauft, einen mitwachsenden Hochstuhl Filou. Hat wahrscheinlich jemand Nachwuchs bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Otto Kern Duftset Man Change mit Duschbad und Parfüm. Und da bereitet sich schon jemand auf Halloween vor. Ach nee, nicht unbedingt Halloween, kann auch für einen Hund sein. Nämlich Plätzchen-Ausstechform in Form eines Knochens. was ist das? Martyrs. Ist auch ein Film. Hat auch jemand auf Amazon Video geschaut. Martyrs. Die 10-jährige Lucy kann aus einem einsam gelegenen Schuppen entkommen, in dem sie gefangen gehalten wurde. Tief traumatisiert kommt sie in ein Waisenhaus, wird aber permanent von schlimmen Albträumen heimgesucht. Nur Anna, ein Mädchen in ihrem Alter, kann dort ihr Sicherheit bieten. Fast ein Jahrzehnt später kann Lucy noch immer von Dämonen verfolgt, die Familie aufspüren, die sie so, Punkt, Punkt, Punkt. Oh, jetzt wollte ich es gerade wissen. Die sie so, Punkt, Punkt. Wahrscheinlich die sie so übel
zugerichtet, keine Ahnung. Wie können die das machen? Ja, einfach den Inhaltstext hier abschneiden, ey. Okay, also Martyrs klingt, also das Bild sieht cool aus, da hat die so eine Dornenkrone auf, also die total mit Dornen eingewickelt und so. Und noch, jemand noch bestellt, ein Raspberry Pi Set 16 GB mit SanDisk SD. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Hat dem Kinocast wieder ein bisschen was eingespielt. Wir haben ja Serverkosten, die zu decken sind, ne? Und macht das auch weiter. Chris, gibt's was Neues beim Pausentee? Ich habe gelesen, Pausentee versus Kräutertee oder Hustentee. Oder Erkältungstee. Wir haben uns, nachdem wir eigentlich so viele Sachen machen wollten, und uns dann beide eine Erkältung mehr oder weniger dahingerafft hat. Also ich hatte zwischenzeitlich gar keine Stimme mehr. Ich weiß, das war für alle da draußen sehr erholsam, die Zeit. aber es ging halt im Nils leider auch so. Und deswegen, ja, genau das. Und wir sind wieder da. Vor 3 Tagen haben wir wieder eine Sendung rausgehauen. Gucken jetzt auch, dass wir es wieder wöchentlich schaffen. Und wir sind mit den Downloadzahlen sehr, sehr zufrieden. Aber es kann gerne mehr sein. Also sagt das weiter, wenn ihr Eishockey-Fan seid oder auch nicht, dann hört da rein, dann werdet ihr Eishockey-Fan. Ja, ne, es ist halt immer ein bisschen kalt in so einer Eishalle, ne? Da holt man sich schnell was weg. Ich war heute bei den Kleinstschülern-Turnier bei den Stuttgart Rebels und es war kalt, aber es gibt Kaffee und Kuchen und es ist schön. Glühwein. Nee, so weit gab es noch nicht, aber ich habe mir sagen lassen, da Esslingen eingeladen war, es ist immer wichtig, Esslingen zu den Turnieren einzuladen, habe ich mir sagen lassen, weil dann geht auch das Bier weg. Ach so. Ja, weil die Väter aus Esslingen scheinen, es relativ viel Bier zu konsumieren, hat man auch gehört. Scheinbar. Und so war wohl die Kiste Bier, wo organisiert war, weg. Tja, nett hier, diese regionalen Befindlichkeiten hier. Ja, Esslinger also. Ansonsten, liebe Leute, wenn ihr da draußen nichts vorhabt, in Stuttgart sind Cannstatter Wasen, das ist quasi das bessere Fest, was man jetzt in dieser Jahreszeit machen kann. Nicht dieses andere da, was irgendwie ein bisschen entfernt ist. Kommt lieber auf die Cannstatter Wasen. Guckt euch das mal an. Hier ist echt viel los. Ansonsten, ja, denke ich mal, morgen, wie sieht's aus mit Sneak? Also ich wäre da. Ja? Doch. Ja, natürlich. Ich meine, wir können ja alle am Dienstag ausschlafen. Also. Genau, denke ich mal, dann werdet ihr in der nächsten Sendung auf jeden Fall von allen wieder was berichtet bekommen, welchen Film wir da uns angetan haben oder von welchem Film wir total begeistert waren. Ihr werdet es dann sehen. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, da Kate ihre E-Mail-Adresse hat man schon genannt, kate@kinocast.net. Chris könnt ihr auch schreiben, chris@kinocast.net und meine Wenigkeit eric@kinocast.net und die restlichen Sachen, die kriegt ihr schon irgendwie raus, da Twitter, Facebook und so weiter, ist alles Kinocast, ist nicht so schwer. Dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Und hören wir uns dann nächste Woche spätestens wieder. Bis dann. Tschüss. Tschö. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.